Schützenvolk aus Spexert und Umgebung! Hey! Hey! Lasst mich verkünden! Wir haben die allererste Online-Königin in Spexart! Es ist Eileen Kaller! Hey! Auf unsere Online-Königin Eileen ein dreifach kräftiges Hurri! Ho! Hurri! Ho! Hurri! Ho! Hussa! 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 Sassa! In einem spannenden Vogelschießen bezwang sie den Adler und konnte sich gegen 200 ernsthafte Bewerber durchsetzen. Nachdem unsere Königspaare Günther und Irene Melzer sowie Niklas Reimer und Jessica Wullenkort ihre Ehrenschüsse abgegeben hatten, wurde sofort auf die Krone gezielt. Mit dem 20. Schuss trennte Emi Wagner die Krone vom Haupt des Adlers. Nach weiteren 7 Schüssen fiel mit dem 27. Schuss der Apfel. Am Gewehr stand René Stüker-Jürgen, doch der Apfel wird Gerrit Grell zugeschrieben, der sich auch über seinen schönen Orden freuen kann. Jetzt hieß es genau zielen. Das Zepter musste aus dem Greif des Adlers befreit werden. Kein geringerer als Mattes Hemken gelang dieses Grundstück. Kunststück. Habe ich Grundstück gesagt? Ja, ja, Grundstück. Super. Okay, Grundstück. Ja, ja. Und jetzt mussten die Flügel dran glauben. Zuerst fiel der linke Flügel, der von Moritz Topmöller kunstvoll zerlegt wurde. Ach, der ist gerade gekommen. Guck mal. Erschien. Nachdem Malte Lucetto den rechten Flügel vom Rumpf des Adlers trennte, gab es kein Halten mehr. Jetzt wurde aus allen Rohren scharf geschossen. Um 18.37 Uhr war es endlich soweit. Eileen Kahlert hat Geschichte geschrieben. Ohne dass Eileen nur einen Finger gekrümmt hätte, fiel der Vogel von der Stange. Und Eileen. Beamtin. Und Eileen darf sich nun die erste Online-Königin überhaupt nennen. Hey! Hey! Zu ihrem Online-König nimmt sie Lukas Eickhoff. Auf unseren Online-König, also der, den Eileen gewählt hat. Lukas Eickhoff, ein dreifach kräftiges Hurri! 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 Hussa, 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 sassa! Morgen werden beide gegen 14 Uhr mit einer Kutsche durch Spexart fahren. Ihr werdet sie per Live-Standort verfolgen können. Vielleicht steht ja der ein oder andere an der Straße und winkt den beiden zu. Jetzt heißt es aber erstmal Party machen. Wir feiern bis morgen, haltet Abstand und die Ohren steif. Tschüss!